Erfolg. Also, hier an dieser Stelle jetzt, Daytrading Teil 2, so gelingt der Erfolg. Und wir sprechen jetzt hier an dieser Stelle einfach mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen heraus, was so alles auf uns zukommt auf dem Weg zum erfolgreichen Trader. Dann kann jeder so ein bisschen besser planen, weil die Frage an dieser Stelle ist ja so, im Trading ist es ja auch wie im ganz normalen Leben, ne? Und wenn man sich, jeder kann sich da ja überlegen, es gab sicherlich schon immer mal Situationen, wo man sich sagt, beispielsweise eine schöne Fahrt in den Urlaub, ne? Man möchte in den Sommerurlaub fahren, packt schön die Sommersachen ein, guckt nicht aufs Wetter, fährt den Urlaub hin, ist mir auch schon passiert. Und was ist dann? Man will an den Strand und es ist einfach schlechtes Wetter. Man hat einfach Pech, es ist eine Woche kalt, regnerisch und man sagt sich, oh Mann, wenn ich das vorher gewusst hätte, dann hätte ich doch andere Klamotten eingepackt, um einfach besser für den Urlaub gerüstet gewesen zu sein. Und genau so ist es auch im Trading. Das heißt, an dieser Stelle ist es halt einfach so, dass wir hier in die, sage ich mal, in der Lage sind, wenn wir starten, dass man sich nach einer gewissen Zeit dann sagt, ah, wenn ich das eher gewusst hätte, ja, dann hätte ich doch das und das ganz, ganz, ganz anders gemacht. Ja. Und das ist der Punkt, wo ich mir gesagt habe, Mensch, warum soll ich hier euch, die hier zuschauen, jeden Morgen und mir auch die Zeit schenken, nicht einfach mal ein paar Sachen sagen, die ich persönlich erlebt habe, die ich auch in den Coachings und in den Ausbildungen, die ich mache bei anderen Tradern, immer wieder erlebe, die kommen einfach. Und deswegen plaudere ich hier einfach mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ne? Wir schauen also hier einfach jetzt einmal auf das, was kommen kann. Schauen wir einfach mit dem Trading. Warum fangen wir mit dem Trading überhaupt an? Ne? Der ein oder andere sagt sich, okay, ich möchte mir ein bisschen Geld dazu verdienen. Der andere sagt, oh, das Leben als Trader, guckt euch mal die erfolgreichen Trader an. Das ist so ein geniales, so ein geiles Leben, was die haben. Im Jetset, die sitzen in der Sonne am Strand, schlürfen einen Cocktail, während ich hier im Büro maluchen muss und meine Kohle, hart verdiene und der Chef sich freut, dass ich so toll für den arbeite. Ach, ich mache das jetzt auch an der Börse. Das ist mal sozusagen der Wunsch und der ist häufig der Vater des Weges, den man da gehen möchte. Und dann geht man los. Ja, und dann kommt's. Und zwar, die Vorstellung funktioniert wunderbar, wir malen uns alles sehr, sehr schön aus und dann kommt die Realität. Und da merkt man relativ schnell, in der Realität sieht alles ganz, ganz anders aus. Und hier oben in der Überschrift, da steht ein Wort, das klingt sehr, sehr heftig. Aber ich will hier an der Stelle einfach auch mal kein Blatt vor den Mund nehmen, ne? Weil schönreden kann jeder, Babypopo pudern kann auch jeder. Im Trading ist es aber so, der Markt ist brutal, Mr. Market kennt keine Gnade. Da wird man nicht belohnt, da wird man nicht am Anfang, weil man Beginner ist, mit Samthandschuhen angefasst und kriegt so eine schöne Schonfrist. Nee, Freunde, das ist definitiv nicht so. Im Handel ist es so, im Trading, wer anfängt zu traden, der hat am Anfang massive Rückschläge. Es ist einfach so, man tradet und tradet und tradet und kriegt immer wieder eine auf die Nase. Das heißt hier an dieser Stelle, es gibt da keine Geschenke. Mr. Market kennt keine Gnade. Wer Fehler macht, der wird bestraft. Dummerweise wird auch der bestraft von Zeit zu Zeit, der alles richtig macht. Das unterscheidet dann, wir werden sehen, den Profi auch vom Anfänger im Gedankengut. Aber es ist wirklich faktisch so, der Markt kennt keine Gnade und das sind halt so die Fakten. Das stellt man sich nicht vor, wie das dann kommt, ja? Und das ist der Punkt, den man wissen muss, um das Ganze auch zu planen. Das heißt, der Markt ist brutal und was er macht ist, er spielt mit unseren menschlichen Schwächen, ja? Und ich meine, das ist jetzt nicht so, dass wenn wir dann vorm Rechner sitzen und traden, irgendwo eine Kamera ist und da sagt, Münch, der Seidel, der sitzt da vorm PC, der macht schon wieder Mist, den knall ich jetzt einfach mal eine mit der Bratpfanne über. So ist es natürlich nicht. Aber es kommt halt dazu, dass wenn wir am Anfang am PC sitzen, dann wollen wir natürlich Sachen traden, mit denen wir Gewinn machen. Und dieser Wunsch, der bringt uns halt dazu, Sachen zu machen, die wir eigentlich nicht machen sollten. Und was passiert dann? Es läuft gegen uns. Und da kommen dann unsere menschlichen Schwächen ins Spiel. Das heißt, wir haben Emotionen. Und gerade am Anfang, das wird jeder auch selbst kennen, man gibt die Schuld gerne mal an jemand anderen ab. Ich konnte ja nichts dafür, mein Handelssignal, das war ja da, ja, ich habe ja alles richtig gemacht. Und dann
Was weiß ich, dann kam der blöde Draghi und hat irgendwas gesagt und der Euro lief gegen mich, ja? Oder wir sind im Dau unterwegs und der Trump hat mal wieder irgendwas getwittert und jetzt läuft der Markt in die Gegenrichtung. Dieser blöde Trump, das ist doch einfach nicht zum Aushalten, ja? Das sind so Sachen, da spielt der Markt einfach mit unseren Emotionen und wir suchen dann einfach Gründe, irgendjemanden anderen die Schuld zu geben und sagen, ich war es ja nicht, ich konnte ja nichts dafür. Aber Leute, ihr habt auf den Knopf gedrückt. Also in irgendeiner Art und Weise habt ihr euch ja entschieden, irgendwas zu machen, was ihr machen wolltet. Ihr habt ein Signal gesehen oder wie auch immer, oder habt irgendjemanden nachgetradet, irgendeinem Guru, der da draußen gesagt hat, ich geh jetzt mal long im DAX. Ne? Solche Sachen, ja, na klar, das ist ganz normal und es ist einfach darin begründet, dass einfach die Erfahrungen noch fehlen. Ne? Und was hier auch ganz, ganz häufig gemacht wird, es geht nicht nur um die menschlichen Schwächen, sondern es geht einfach darum, das Handelssystem, was Trader A erfolgreich anwendet, muss noch lange nicht bei Ihnen passieren. Also das, was Trader A erfolgreich anwendet und erfolgreich tradet und er vielleicht sagt, Jungs, alles easy peasy, da ist ein Widerstand, da gehe ich short. Läuft. Kein Problem. Für den Trader mag das funktionieren. Der Trader weiß nämlich auch genau, wo und wie er seine Position schließen soll. Und er weiß auch ganz genau, wie das mit den Gewinnmitnahmen ist. So, und da, das steckt nämlich im Handelssystem. Und das liest man in den Foren dann nicht. Ne? Da liest man einfach DAX, Short, läuft, wunderbar. Alles gut. Und das ist halt der Punkt. Das Handelssystem funktioniert für diesen Trader gut. Aber für denjenigen, der beginnt im Trading loszulegen, für den funktionieren diese Handelssysteme nicht. Ich kann mich da selber an mich erinnern, was ich alles ausprobiert habe. Egal, es gehört halt einfach im Trading dazu. Und bin halt mit diesem Handelssystem nie auf den grünen Zweig gekommen, bis ich mich dann irgendwann mal hingesetzt habe und geguckt habe, woran liegt es denn, dass der andere Geld verdient und ich nicht? Und dann habe ich einfach gemerkt, woran es liegt, dass ich derjenige bin und habe das Ganze dann verändert. Das heißt, das war der Weg von mir zum Anfänger an die Stelle heute, wo ich regelmäßig Geld aus den Märkten auch mitziehe. Das heißt, hier beim Beginner ist Dreh- und Angelpunkt das Thema der Emotionen. Ja? Und drei sehr, sehr wichtige Emotionen sind Gier, Angst, Frustration. Gier frisst Hirn. Wir machen Sachen, die wir nicht machen sollten. Angst lähmt uns, nagelt uns fest. Was passiert? Wir machen Sachen, die wir nicht machen sollten. Frustration, oh Gott, noch schlimmer. Endergebnis, wir machen Sachen, die wir nicht machen sollten. Entweder Augen zu und sagen, ach, ich gucke gar nicht mehr hin. Oder aber wir sagen, das ist so ein Mist. Wir werden ärgerlich, wir werden wütend und sind so frustriert, dass wir einfach aus, sage ich mal, aus der Frustration sagen, jetzt will ich es dem Markt aber zeigen. Und dann passiert noch viel, viel Schlimmeres. Also das ist alles emotional gedreht und das sind die Dinge, die gerade beim Beginner eine extrem große Rolle an dieser Stelle spielen. Das heißt, hier an dieser Stelle schauen wir einfach mal, wie es mir als Anfänger so ging und wie es vielen, vielen Anfängern an dieser Stelle auch definitiv, sage ich mal, gehen. Also hier, Anfänger im Trading. Bei mir war es gewesen, erste Mal Kohle verdient, Bankausbildung gemacht, habe losgelegt an der Börse, habe gesagt, boah, Geld verdient, jetzt musst du da loslegen und habe einfach am Anfang eine wirklich auch schöne Zeit gehabt, Ende der 90er Jahre, das war ja genial. Ich habe damals im Aktientrading angefangen, bin dann in den Jahren später auch zum Forex-Trading gekommen, einfach weil der Markt so schön ist. Ja, er ist einfach liquide hoch 10, wir können schöne Handelszeiten haben. Es ist einfach genial. Deswegen mag ich auch das Forex-Trading so gerne. Aber die Anfänge waren damals, da gab es den Forex-Markt in dieser Art und Weise für uns private Trader noch nicht. Im Aktienbereich, die ersten Aktien, ich kann mich noch gut erinnern, eine Lion Biosense, das war so schön. Da war eine Range da, die sind immer wieder oben angeschlagen, nach unten gefallen und unten. Da habe ich einfach immer, ja, sage ich mal, ohne großartiges Risikosystem gekauft und so weiter und so fort und habe einfach gesagt, ja, die werden schon steigen und so weiter und so fort. War halt damals so. Aber eine Strategie war das beim Weitem nicht. Das heißt, was habe ich damals gemacht? Ich habe getradet, ja, oder ich habe an den Märkten agiert. Es war ja relativ leicht für mich, einfach eine Order anzusetzen. Ich saß ja an der Quelle. Das heißt, der Handel im Anfängerstadium definitiv
ohne Strategie. Ich saß da, ich habe die Range gesehen und ich habe einfach gesagt, kommt Leute, das ist so einfach, das ist doch vorhersehbar. Immer wenn der oben anstößt, dann fällt der wieder runter. Und immer wenn er unten anstößt, dann geht er wieder hoch. Das sehen wir im FX-Bereich ja auch wirklich regelmäßig. Das ist aber keine Strategie. Aber ich saß halt damals da und habe mir gedacht, das ist alles so einfach. Das ist, ah Mann, dann gab es auch noch Nachrichten dazu. Man hat sich die, sage ich mal, Meinungen auch aus dem Markt rausgesucht, ja, die auch genau auf das abgezielt haben, was man gesehen hat, was man traden wollte. Den Rest hat man einfach ignoriert. Man sucht sich einfach das, was man glaubt, das zu einem passt und dann läuft's. Und dann, was kommt am Ende raus? Man tradet seine Meinung und nicht den Markt. Ja, das mag am Anfang ein bisschen funktionieren, aber das Thema funktioniert nicht auf Dauer. Warum nicht? Weil die Handelsidee, die ist nicht so genau festgelegt, dass das eine, sag ich mal, Strategie ist, die man duplizieren kann, die man immer wieder an anderen Stellen suchen kann und immer wieder genau in dieser Art und Weise, sagen wir mal, anwenden kann, ja? Weil ich habe damals gesehen, der Markt lief so ein bisschen hoch, ein bisschen runter, stieß oben an, vier runter, stieß unten an, ging nach oben. Ja? Das ist eine Sache, die nutze ich heute gerne zum Traden, aber damals war das nichts. Ich hatte damals jetzt, ich meine, heute kann ich das ja sagen, ne? Das ist Vergangenheit, aber ich habe damals ohne Stopp gearbeitet. Ja, weil es war doch vorhersehbar, ne? Der Markt geht nicht oben über den Widerstand drüber. Der Markt fällt nicht unten drunter raus. Wozu brauche ich da einen Stopp? Das habe ich überhaupt nicht beachtet. Ja, es war also keine Handelsidee. Das hat auch eine Weile funktioniert, aber jeder kann sich sicherlich vorstellen, was dann irgendwann kam. Das heißt, ich habe die Position einfach aufgemacht und ich habe auch nicht geguckt, ob ich irgendwo ein Handelssignal richtig finde. Ich habe die Position einfach aufgemacht. Übrigens auch bei anderen Sachen. Ne? Ich habe einfach versucht, den Markt vorwegzunehmen. Habe einfach gesagt, ich muss auf alle Fälle rein, bevor das Handelssignal kommt, ja, damit ich am tiefsten Punkt reingehe, ja, weil man muss ja als Trader ja immer den tiefsten Punkt erwischen, ja, weil man steigt als Trader ja auch immer am höchsten Punkt aus, immer, das ist immer so, ja, das hört man ja gerne so und das sind einfach die besten Trader, ja, beim Anfänger, das dachte ich damals auch, die packen es echt, am Tiefpunkt einzusteigen und am Hochpunkt auszusteigen. Ja, es ist ein bisschen anders gekommen dann, aber das ist halt einfach der Punkt. Man nimmt den Markt vorweg und das ist schlecht. Nachrichten werden immer auch nach Präferenzen gelesen, ne? Da stehen halt Nachrichten drinne, die klingen einfach fantastisch, ja? So wie vorhin habe ich es auch gesagt, wo wie die Meldung diese Woche, dass China und USA sich einigen im Handelsstreit, ja? Dass die Headline, die war der absolute Knaller, ja? Und die, die nicht richtig hingeguckt haben, die haben halt einfach übersehen, dass dazu, damit das auch wirklich kommt, erstmal noch ein Vertrag unterschrieben werden muss und das Ganze sich noch ganz, ganz anders entwickeln kann. Und das sind so die Sachen, gerade Beginner im Trading, die suchen sich immer die Sachen raus, die schön klingen und wollen dann am besten noch vorher in den Markt rein. Also, ich sag's mal so, wie es ist: Der Markt macht irgendwas aus der Nachricht. Und der Händler will am besten noch vor der Nachricht rein. Das hat man immer wieder jetzt, auch wenn wir Handelstermine haben oder Nachrichtentermine. Man weiß halt hier, was weiß ich, um 14:30 Uhr ist eine PK. Man glaubt, das und das wird da kommen. Also ich mache meine Position auf alle Fälle schon vor 14:30 Uhr auf, weil wenn die Nachricht dann kommt, wenn der das erzählt, ich weiß ja, dass der das erzählt, dann geht der Markt einfach durch die Decke und da muss ich ja dabei sein. Deswegen mache ich die Position auch auf. Das habe ich früher genauso gemacht. Ja, irgendwann ist dann eine Regel rausgekommen, weil ich da so oft auf die Nase bekommen habe, ist dann in meiner Entwicklung die Regel rausgekommen, erst die Nachricht, dann der Markt, dann ich. Das ist viel, viel entspannter, ja. Ich profitiere zwar nicht von der vollkommenen Bewegung am Ende, aber ich kriege auch keine auf die Nase, weil ich nicht eingestiegen bin, bevor ich gesehen habe, wie der Markt auf diese Nachricht reagiert. Aber im Anfängerstadium ist das halt so. Da macht man so verrückte Sachen. Und das passiert und irgendwann lernt der Trader draus. Zumindest, wenn der Trader sich in die Richtung entwickelt, dass er zu der kleinen Anzahl an Trader gehören möchte, die wirklich auch Geld verdient und diesen Weg entsprechend auch weitergeht. Weiter geht's. Der Handel in einem Anfängerstadium ist wirklich extrem stark emotionsbedingt. Ja. Ich hatte es vorhin gesagt, man ist einfach der Spielball des Marktes und die Emotionen,
Die springen hin und her. Wenn es gut läuft, fühlt man sich wie der König. Es kann ja nichts passieren. Man macht einfach und macht und macht und macht und dann Peng zeigt einen der Markt ziemlich schnell: Nee, mein Freund, so geht das Ganze hier nicht. Du musst schon ein bisschen aufpassen, was du tust. Und dann wird man plötzlich ängstlich, frustriert, wütend, all diese Dinge, die kommen. Ja, aber nicht, weil der Markt ist, wie er ist, sondern weil man tut, was man tut und die Schulden dem anderen zuweist. Die Kontoentwicklung hier bei einem Anfänger, die ist sehr, sehr häufig final negativ. Und warum? Das gucken wir uns jetzt mal an, weil das ist etwas, das weiß man, wenn man im Trading anfängt, definitiv nicht, weil man es einfach noch nicht erfahren hat. Das ist wie mit dem Feuer. Bevor man sich nicht das erste Mal verbrannt hat, dann weiß man nicht, dass Verbrennen wehtut. Wer sich das erste Mal verbrannt hat, der wird beim nächsten Mal ein bisschen besser aufpassen. Also, Anfänger im Trading, Handelsablauf. So ist es bei mir gelaufen und so läuft es auch bei vielen, vielen anderen. Das heißt, wir wollen traden. Das heißt, wir setzen unseren ersten Trade ab. Ja? In dem Beispiel hier, der erste Trade ist ein Verlust. Der Verlust ist schmerzhaft, aber auch der Anfänger, der ist ja nicht so naiv, zumindest die meisten nicht, dass sie sich sagen, okay, es gibt nur Gewinne. Ja? Das heißt, ja, komm, es war ein Verlust. Der ist schmerzhaft, aber hey, komm, ich kann ja noch einen neuen Trade machen. Die Börse hat ja noch offen. Im FX-Bereich sogar 24 Stunden am Tag mache ich halt eine Nachtschicht. Das heißt, die Hoffnung auf den nächsten Trade ist da und der Hoffnungstrade ist dann bestimmt ein Gewinntrade. Das heißt, der zweite Trade, was ist der zweite Trade? Der zweite Trade ist ein Hoffnungstrade. Hoffnung auf Gewinn. Wir machen den. Und dann, nee, wieder ein Verlust. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Es gibt wieder einen Schmerz, ja? Dieser Schmerz ist tiefer als der erste. Ja? Der ein oder andere bekommt dann Selbstzweifel. Gott, das kann doch nicht sein. Man zweifelt einfach an sich selbst. Und wir wissen ja, was Anfänger machen, gerade die, die schon ein bisschen fortgeschritten sind. Der Anfänger, der macht Selbstzweifel und dann kommt wiederum das Spielchen. Ich kann ja aber nichts dafür, weil der war schuld. Trotzdem zweifelt man irgendwo, was man macht. Was folgt? Wir können ja immer noch weiter traden. Der Markt hat ja immer noch offen. Wenn nicht, mache ich eben morgen weiter. Aber ich beweise mir jetzt, dass ich es kann. Ja? Jetzt kommt der Trade. Der Beweistrade. Am Ende ein Fehltrade. Der dritte in Folge. Was kommt dann? Man hat keine Zweifel mehr. Nee, jetzt geht's richtig ans Eingemachte. Wut kommt zum Zweifel dazu. Man ist verärgert. Das kann doch nicht sein. Also, jetzt gebe ich, jetzt gebe ich dem Markt einfach. Nee, ich mache jetzt noch einen Trade. Der Trade, der muss sitzen. Was ist das für ein Trade? Das ist ein Resignationstrade. Der Resignationstrade, der wird einfach gemacht, um zu zeigen, letzter Schuss, jetzt hole ich alles raus. Der wird gemacht und wow, ein Gewinn. Plötzlich alles weg, die ganze Wut, die ganzen Zweifel, alles vorher weg, weg. Es ist ein Gewinn. Happy, ich kann traden. Jetzt zeige ich es dem Markt. Das passt. Der Trader weiß, es geht. Ich kann es. Wunderbar. Jo, und dann bleibt man am Markt, guckt zu und was passiert? Der Markt läuft und läuft und läuft und läuft und läuft in meine Richtung. Und ich sitze davor und sag: Du Depp, warum zur Hölle hast du deinen Gewinn schon mitgenommen? Jetzt kann ich sagen, keine Handelsstrategie. Ja, aber egal, der Anfänger im Trading, der sitzt genau so da und das passiert und der ärgert sich dann. Was kommt? Der freut sich erstmal über seinen Gewinn. Weiß, er kann's, es geht mit dem Trading, sieht dann aber plötzlich, ich bin viel zu früh rausgezogen aus dem Trade. Also, statt Happiness und Jubel und anstoßen und einen Cocktail traden, dass es doch trinken, dass es doch geht, Frustration. Worüber? Nicht etwa darüber, dass der Trade funktioniert hat. Nee,
Der Fokus wird jetzt darauf gelenkt, man ist ja viel zu früh rausgegangen. Frustration, und was sagt sich der Händler dann? Im nächsten Trade, da mache ich einfach meinen Gewinn viel, viel später. Ja? Das heißt, ich lasse die Leinen nach oben viel, 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 viel weiter offen, weil der Markt, der läuft ja im Moment nach oben wie verrückt. Das heißt, an dieser Stelle haben wir einfach einen Frustrationstrade. Und dieser Frustrationstrade, der dann kommt, was hat der? Der hat natürlich ein weites Ziel. Ja? Am Anfang läuft er ein bisschen ins Minus und dann, wir sehen es hier, Verlust nach dem Anfangsgewinn. Der Trade läuft weit in den Gewinn und kommt dann zurück und wir gehen im Minus raus. Wieder Frust und dann folgt nochmal ein Frustrationstrade. Diesmal, wir sehen es hier schon geschrieben, Frustrationstrade mit weitem Stopp. Ja? Der Händler, der sagt sich da nicht, naja, jetzt mache ich das Ziel auch weit, sondern der merkt ja dann, wenn er einmal zu früh mitgenommen hat, dass er das Ziel weitersetzen muss. Aber wenn der Stopp zu eng ist, ist das ja blöd. Ja? Das heißt, was mache ich im nächsten Trade? Ich bin ja minus ausgestoppt worden, weil mein Stopp viel zu eng war. Ja? Ich bin ausgestoppt worden und dann ist der Trade in den Gewinn gelaufen. Frustration. Furchtbar. Kann doch wohl nicht wahr sein. Der nächste, der Trade, wieder ein Frustrationstrade. Diesmal, jetzt gebe ich es dem Markt aber, der stoppt mich nicht nochmal aus. Ja? Der lutscht mich ab und läuft dann ins Gewinn. Nee, 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 beim nächsten Mal mache ich das ganz anders. Ich lasse mal ein schönes, weites Gewinnziel, leg aber den Stopp weit weg, damit der Markt mich ja nicht abholt. Und was passiert dann? Der Markt läuft gegen uns, der Markt läuft in unseren weiten Stopp. Und was passiert auf dem Konto? Wieder ein Riesenverlust. Das ist mal so eine Kaskade, wie sie bei mir vorgekommen ist und bei vielen, vielen Beginnern auch vorkommen wird. Aber die Beginner, die ihre Hausaufgaben machen, die auch anfangen, ein Trading-Tagebuch zu schreiben, die anfangen zu analysieren, weshalb es nicht klappt, das ist schon mal eine Einschränkung. Das sind schon mal Trader, die können sich auf die Schulter klopfen. Warum? Die traden nicht nur so ein bisschen Larifari und schmeißen dann alles in die Tonne, sondern die traden und überlegen sich ganz genau, wieso bestimmte Sachen funktionieren und was sie davon abhält, Gewinne zu machen. Das ist der Weg vom Anfänger zum Fortgeschrittenen. Ne? Und der Fortgeschrittene, der ist schon ein Stückchen weiter. Er weiß, dass die Marktentwicklung an sich nichts mit ihm zu tun hat. Ne? Der Anfänger sagt ja, das hängt alles manchmal mit mir zusammen, ich bin blöd oder wie auch immer. Der Fortgeschrittene weiß, der Markt ist, wie er ist, und die Entwicklung am Markt hat nichts mit ihm zu tun. Er wird den Markt nicht beeinflussen. Er kann seine Trades beeinflussen, aber nicht den Markt. Das heißt, er weiß genau, die Entwicklung, die ist nicht vorhersehbar. Und er weiß auch, die Entwicklung am Markt ist nicht vorwegnehmbar. Nur weil ich vor einem bestimmten Signal in den Markt gehe, heißt das ja nicht, dass der Markt dann dieses Signal triggert. Das hängt damit zusammen, das war bei mir dieser Schritt, wo ich gelernt habe, erst die Nachricht, dann der Markt, dann ich. Ich kann die Reaktion der Nachricht nicht vorwegnehmen. Das habe ich daraus gelernt. Das war der Schritt, der hier kam. Das heißt, der Fortgeschrittene fängt dann an, sich ein paar mehr Gedanken zu seiner Handelsstrategie zu machen. Denkt so ein bisschen über das Thema Risikomanagement nach, denkt ein bisschen über das Thema Money Management nach und er denkt auch ein bisschen darüber nach, wo sinnvolle Gewinnziele liegen und er denkt dann irgendwann vielleicht auch mal drüber nach, über das Thema Verhältnis zwischen seinem Stopp und seinem Ziel und das wird dann irgendwann ein rundes Bild. Das heißt, hier sind schon wieder Sachen falsch auf meiner Präsentation. Was heißt, was der Händler hier an dieser Stelle macht? Er handelt nach einer Strategie. Alle Parameter für diese Strategie müssen stimmen. Das ist zumindest etwas, was er im Kopf hat. Er hat sich Gedanken über eine Strategie gemacht und er möchte auch, dass die Parameter stimmen.
Meinungstrades, wie sie der Anfänger macht, die werden seltener. Ja? Der Fortgeschrittene, der fängt auch immer weniger oder der geht auch immer weniger in Foren und liest dort über dies und über das und über jenes. Nee, er weiß zwar, dass es das gibt, er liest sich auch mal die ein oder andere Nachricht durch, aber ich habe damals auch irgendwann angefangen zu sagen, die Zeit, die ich in irgendwelchen Foren verbringe, die hindert mich am Handeln. Ja, weil ich habe hier geguckt und dort geguckt und dort geguckt und plötzlich waren ein paar Stunden um und dann gucke ich auf den Chart und dann ist der weggelaufen. Das ist blöd. Und das hat mir den Anreiz gegeben zu sagen, komm, lass die quatschen, lass die schreiben, lass die diskutieren. Du willst nicht diskutieren, du willst kein Buch schreiben, du willst traden. Also, trade, mach deine Hausaufgaben und trade. Und das hat mich dann dahin gebracht, dass ich meine Strategien ausgearbeitet habe, die Märkte intensiver habe kennengelernt und sozusagen in die Situation gekommen sind, dass mir irgendwann genau bekannt war, welche Gründe meine Verluste haben. Ich wusste auch, welche Gründe meine Gewinne haben, weil ich die Strategie entsprechend genau kannte, beziehungsweise damals viel, viel intensiver mich mit den Einzelheiten beschäftigt habe, und auch immer häufiger in die Situation gekommen bin, die Strategie entsprechend umzusetzen. Und die Gründe für die Fehltrades, ja, damals war oft darin begründet, dass ich in meinem Trading-Tagebuch nicht richtig sauber gearbeitet habe. Und das habe ich dann irgendwann verfeinert und habe sozusagen die Zeit, die ich früher benutzt habe, in irgendwelchen Foren mich rumzutreiben und etwas zu lesen oder Social Media, die habe ich dazu genutzt, mein Trading-Tagebuch auszufüllen und dort mehr Zeit reinzubringen. Und dadurch hing ich viel, viel näher am Markt. Aber an dieser Stelle, Profit und Verlust haben mich damals weiterhin immer noch so ein bisschen persönlich tangiert. Das heißt, wenn ich einen Gewinn hatte, habe ich mich sehr, sehr darüber gefreut und habe damals immer noch so ein bisschen das Gefühl gehabt, ja, ich kann das, ich beherrsche den Markt. Viel, viel seltener, aber diese Gefühle, diese Gedanken sind immer mal wieder aufgekommen, ja. Ja, das war so. Und ein Verlust hat damals immer mal noch dafür gesorgt, dass ich mich über den Markt geärgert habe. Ja? Irgendwann hat sich das dann abgestellt. Das heißt, der Ärger über den Markt, der geht weg. Ich meine, ich ärgere mich auch heute immer mal noch über den Markt. Ja? Aber es hat einfach keinen Sinn. Die Zeit, wo ich mich ärgere, die kann ich produktiver benutzen. Und wenn ein Verlust aufgekommen ist, ja, dann sollte ich mich lieber damit beschäftigen, mal zu schauen, wieso der Verlust aufgetreten ist und mich nicht über den Markt ärgern. Und das, ja, das hat dann irgendwann den Ausschlag gegeben, dass ich gesagt habe, okay, ich ärgere mich jetzt nicht über den Markt. Ich nehme das hin, wie es ist. Es läuft, wie es einfach läuft. Und wenn es einen Verlusttrade gab, dann muss ich nur noch eins tun. Ich bin dazu als Händler verpflichtet, zu analysieren, wie es zum Verlust gekommen ist, ob ich einen Fehler gemacht habe oder ob einfach am Markt was passiert ist, was nicht vorhersehbar gewesen ist. Ne? Und das, wer über diese Schwelle einmal gegangen ist, der trennt ganz klar seine Arbeit als Händler von seinen Emotionen. Und das ist dann der Schritt, wie man es immer wieder liest, zum Profi. In Anführungsstrichen. Ich bezeichne mich keineswegs als Profi. Ich bin einfach ein Mensch, der als Beruf Händler ist, ja, und ich mache das an dieser Stelle ja sicherlich schon mit der ein oder anderen Professionalität, ja, wie andere auch, wie jeder andere in seinem Beruf auch. Wer einen Beruf lange genug ausübt, der ist einfach ein Profi in seinem Fach und Punkt. Aber der Profi ist jetzt nicht Profi, weil er halt als Profi bezeichnet wird, sondern er ist halt einfach ein Spezialist auf seinem Fach. Er weiß genau, wie er was macht und er kann damit umgehen und ist erfolgreich. Und so ist es auch beim Trading. Das heißt, der Weg vom Fortgeschrittenen zum Profi-Trader, der ist weiterhin noch ein ganzes Stückchen weg, aber der fortgeschrittene Trader muss sich halt auch noch ein bisschen entwickeln. Das heißt, er lernt noch nicht aus Schmerzen oder nicht genug. Das heißt, der Schmerz, den er erlebt hat, war noch nicht so groß, dass es dazu kommt, dass er Konsequenzen zieht. Ne? Jeder kennt das auf Arbeit, wer auf, als Angestellter. Ja? Ein Unternehmer ist, bei einem Unternehmer ist das was anderes. Aber bei einem Angestellten ist es so, die Konsequenz heißt, wenn der Angestellte etwas tut,
was er nicht tun sollte, dann gibt es irgendwann Ärger mit dem Chef. Und wenn er nicht aufhört, das zu tun, was er nicht tun sollte, dann wird der Chef irgendwann sagen, du bist nicht mehr tragbar, bitte orientier dich woanders. Tschüss, das war's. Ja? Beim Unternehmer ist das ähnlich. Ein Unternehmer, der, sag ich mal, eine Firma hat und er kümmert sich zum Beispiel nicht ums Finanzamt, ja? Weil er einfach sagt, ich habe so viele Sachen zu tun. Leute, das Finanzamt kommt, das Finanzamt hat Recht und wer sich da nicht drum kümmert als Unternehmer, der wird bestraft. Da gibt es Konsequenzen. So, jetzt gucken wir aber mal zum Trading. Was haben wir als Trader denn für Konsequenzen? Der Trader, gerade im nebenberuflichen Bereich, der verdient Geld, der deckt seine Lebensunterhaltungskosten durch seinen ganz normalen Beruf, den er hat. Er muss ja nicht zwangsweise Konsequenzen haben. Nur wenn das Konto alle ist irgendwann, dann schieße ich was nach oder ich höre halt auf zu traden. Punkt, das war's. Ja? Das ist der Anfänger. Der Fortgeschrittene, der ist schon ein Stückchen weiter, aber er sieht, er bestraft sich noch nicht. Also das heißt, es ist einfach faktisch so, wer Fehler macht, muss irgendwo Konsequenzen haben. Und diese Konsequenzen müssen so gestaffelt sein, dass man sozusagen sagt, wenn ich hier einen Fehler mache, dann darfst du das oder das nicht tun oder es muss eine Strafe geben. Ja? Ich habe dann irgendwann angefangen, mich damit zu bestrafen, dass ich einfach gesagt habe, Junge, wenn du heute wieder den Mist machst, du hast dir im Trading-Tagebuch aufgeschrieben, der und der Fehler führt zu dem und dem Ergebnis und diesen Fehler willst du nicht wiederholen. Wenn du jetzt schon wieder diesen Mist machst und nicht darauf achtest, was du tun sollst, dann geht's am Wochenende nicht aufs Bike. Ich liebe Motorradfahren. Ich bin Motocrosser mit Leib und Seele. Es macht mir einfach unheimlich viel Spaß, mich im Grenzbereich der Physik zu bewegen. Das gibt mir so viel, das gibt mir so viel Kraft auch, mich von der schweren Arbeit zu erholen, die ich hier als Händler habe, also mental sehr anstrengenden Arbeit. Und das war halt echt was. Ich habe dann echt gesagt, Moment, die Strafe ist für mich persönlich, ja, ein anderer wird sagen, der Seidel ist doch bescheuert, das ist doch keine Strafe. Für mich ist das aber eine Strafe. Ja? Und das ist ein Punkt, der hat mich dann dazu gebracht, genau zu überlegen, ist es mir das wert, das so zu tun oder sollte ich das besser sein lassen? Und das hat mich dann den Schmerz, das hat den Schmerz dann so hoch erhöht oder so stark gemacht, dass ich hier gesagt habe, Moment, die Strafe sitzt. Und das hat mich dann dazu gebracht, aus meinen Fehlern die richtigen Schlüsse zu lernen. Das heißt, zu lernen, was ich falsch mache. Und der fortgeschrittene Trader beispielsweise, der kennt die Gründe für den Erfolg noch nicht zu 100%. Ne? Ich habe damals auch immer mehr aus meinen Fehlern gelernt, habe aber total übersehen, was ich richtig mache, was ich schon gut mache. Und habe irgendwann dann angefangen zu sagen, guck doch auch mal, was du gut machst. Motivier dich damit und dupliziere das, was gut läuft. Und da habe ich angefangen, neben der Analyse meiner Fehler auch zu schauen, warum klappt denn das, was klappt? Und das hat mich dann dazu gebracht, zu verstehen, was mich erfolgreich macht. Das weiß der fortgeschrittene Trader am Anfang noch nicht, aber das ist ein Entwicklungsschub. Das heißt, dadurch, dass man die Gründe für den Erfolg noch nicht zu 100% kennt, kann man die Trades nicht exakt duplizieren. Wer das weiß, der kann es ja wohl. Das ist faktisch und das ist eine sehr, sehr schöne Sache. Und wer dahin kommt, der steht wirklich kurz davor, auch eine wichtige Schwelle zu überschreiten. Bis zu diesem Punkt ist das Konto sehr, sehr oft im Minus. Ja, beim Anfänger ja sowieso. Die meisten Anfänger machen ja keine Gewinne nachhaltig. Sondern das Konto ist immer so ein bisschen im Minus. Aber wer bis hierhin gekommen ist, der steht kurz vor der Schwelle zur Profitabilität. Das heißt, man ist davor, aber häufig emotional weiter angespannt. Das heißt, es gibt immer wieder Gewinne, aber dann auch wieder Verluste. Und die Verluste nehmen von den Gewinnen noch zu viel weg und man pendelt so ein bisschen hin und her um die Profitabilität. Aber das ist der wichtige Punkt und dort geht dann der nächste Schritt weiter, dass man einfach mal schaut, warum drehe ich mich denn jetzt hier nur in Anführungsstrichen um die Gewinnschwelle. Und das ist dann der Weg. Wer das dann verstanden hat, das geht dann weiter. Das heißt, an dieser Stelle ist es dann soweit, man glaubt, es passt und dann kommt doch nochmal das Gegenteil. Und das ist dann der Schritt. Man steht genau an der Schwelle zum
sage ich mal, nachhaltigen Geld verdienen. Man hat schon sehr, sehr oft die Profits im Portfolio. Und wer dort noch ein bisschen weiterarbeitet, ein bisschen justiert und schaut, was passiert denn, dass ich immer wieder zu viel von meinen Verlust, von meinen Gewinnen abgebe, wer das rausfindet, der kommt in die nächste Stufe. Und letzteres, ja, das ist etwas, das muss ein Profi-Trader, also jemand, der sozusagen nachhaltig Gewinne erfährt oder einfährt, der macht den letzten Punkt hier auch, und zwar permanent. Nämlich, es ist das Verhältnis zwischen Gewinnen und Verlusten. Und es gibt immer wieder Phasen, da funktionieren bestimmte Sachen nicht mehr. Und dann muss man in seinem Trading etwas anpassen. Und das hat der erfolgreiche Händler, der Spezialist, immer auf der Uhr, immer auf dem Schirm. Er schaut immer genau, ob sein System gut funktioniert, ob die Komponenten gut funktionieren. Und wenn da irgendwas passiert, was nicht zusammenpasst, dann findet man sehr, sehr schnell den Punkt, worum es sich dreht. Bei mir, wo das letzte Mal so gewesen ist, war es zum Beispiel immer so gewesen, dass meine Handelssignale zwar funktioniert haben, aber ich habe verglichen mit den Verlusten, die ich gemacht habe, nicht genug Gewinne eingefahren. Das heißt, es war einfach die Zeit, wo meine Gewinne nicht so groß waren wie vorher und die Verluste immer viel zu viel weggeknabbert haben. Und das habe ich gesehen, diese Stellschraube, und habe dann einfach dieses Verhältnis verändert, habe am Risiko gearbeitet. Und dann hat sich das Ganze wieder rumgedreht und dann konnte ich wieder nach oben fahren. So funktioniert das bei mir. Also das heißt, der fortgeschrittene Trader, wenn er dort seine Hausaufgaben richtig macht, der findet den Weg zum erfolgreichen Trader. Ja? Und der erfolgreiche Trader, und das ist jetzt etwas, das ist für Beginner im Trading extrem wichtig, mal darüber nachzudenken, auch bei der Frage, sich zu beantworten, bin ich denn überhaupt dafür geeignet? Ein erfolgreicher Trader, der arbeitet wie ein Unternehmer, ja, oder ein Kaufmann. Und das ist ein riesengroßer Unterschied zum Angestellten. Ja? Weil was macht denn ein Angestellter? Ich sag mal ganz pauschal ausgedrückt. In seinem Arbeitsvertrag steht drin, du gehst 38,5 Stunden in der Woche arbeiten und bekommst dafür am Ende des Monats so und so viel Geld. Punkt. Das heißt, der Angestellte gibt seine Zeit dem Unternehmen und kriegt vom Unternehmen Geld dafür. Das war's. Aus die Maus. Das Ergebnis seiner Arbeit spielt da keine große Rolle. Ein Unternehmer oder ein Kaufmann arbeitet komplett anders. Ja? Auch ich als Trader, ich arbeite manchmal und verliere Geld. Das ist natürlich etwas, das kommt dem Angestellten nie in den Sinn. Auf Arbeit zu gehen und dafür noch Geld zu bezahlen. No way, das würde der nie im Leben machen. Ein Unternehmer oder ein Kaufmann weiß, dass das so ist. Die wissen ganz genau, manchmal arbeite ich einfach und verdiene dabei kein Geld. Und das ist einfach ein Gedanke, wo man dann sagt, wie kann man als Unternehmer das denn umkehren? Wie kann ich denn unterm Strich immer Geld verdienen für meine Arbeit? Und wie kann ich das umgehen, dass ich arbeite und nichts verdiene? Als Trader sogar arbeite und Geld verliert. Schwierig. Und das sind ganz andere Gedankengänge, die da aufpacken. Und das ist es. Jemand, der in keinster Art und Weise damit leben kann, für seine Arbeitszeit nicht bezahlt zu werden, der muss sich wirklich Gedanken darüber machen, ob das Trading für ihn geeignet ist. Ich glaube, die Leute, die hier heute zuschauen, muss ich sagen, muss man einfach konstatieren oder möchte ich auch sagen, ihr schaut hier zu, ihr nehmt euch die Zeit, schaut das Video an, egal wann, und das ist schon mal ein Schritt, ihr nehmt euch die Zeit, wisst, ihr bekommt dafür jetzt kein Geld, könnt aber langfristig davon profitieren. Das ist schon ein ganz anderes Gedankengut. Das heißt, an dieser Stelle, ein erfolgreicher Trader arbeitet wie ein Unternehmer. Das heißt, er schafft ein perfektes Umfeld dafür, sein Unternehmen florieren zu lassen. Ich als Trader musste, nachdem ich die Bank verlassen habe, ich habe gekündigt, weil das ganze Umfeld dort überhaupt nicht mehr zu mir gepasst hat, der Beruf ist einfach nicht mehr der, den ich gelernt habe, er schafft sich ein perfektes Umfeld für seinen Erfolg. Ja? Er hört nicht auf die Meinung anderer. Also das heißt, die Meinungen anderer, die haben keine Auswirkung. Mein alter Chef, den habe ich vor 2 Jahren zur Weihnachtsfeier mal gesehen, der sagt, Junge, Handel an der Börse funktioniert langfristig nicht. Du schlägst nie im Leben langfristig eine Benchmark. Das geht einfach nicht. Lass es bleiben. Du kannst damit kein Geld verdienen. Da habe ich zu ihm gesagt, wusstest du, dass eine Hummel aus physikalischen Gründen eigentlich gar nicht fliegen kann?
Und trotzdem fliegt sie. Die Hummel denkt da nicht drüber nach, die fliegt einfach. Und ich habe einfach zu ihm gesagt: Junge, warum soll ich an den Märkten kein Geld verdienen können, nur weil du mal gelernt hast, ein guter Händler schlägt permanent eine Benchmark. Ja, trotzdem kannst du Geld verdienen an den Märkten. Trotzdem kannst du erfolgreich arbeiten. Benchmark hin oder her. Hätte ich auf meinen Chef gehört, hätte ich das, was ich heute mache, nie gemacht. Aber ich habe einfach gesagt: Moment mal, es geht, du kannst Geld verdienen, also sieh einfach zu. An dieser Stelle habe ich dann gesagt: Ich schaffe mir mein perfektes Umfeld, ich arbeite an meinen Strategien, die für mich erfolgreich arbeiten, und diese wende ich eins zu eins an. Und das hat dann dazu geführt, dass ich sozusagen meine Emotionen im Griff habe. Und das ist ganz, ganz wichtig. Händler haben auch Emotionen. Händler sind Menschen, keine Maschinen. Eine Maschine hat keine Emotionen. Händler sind Menschen. Wir haben schon Emotionen. Aber ich habe sie im Griff. Ich weiß ganz genau, ich kann das trennen. Ich weiß ganz genau, dass die Handelsergebnisse sind, wie sie sind, und die beeinflussen mich emotional nicht mehr wirklich. Es sei denn, es kommt eine extrem tiefe Drawdown-Phase. Das ist dann natürlich was anderes. Aber die Emotionen hat ein Händler im Griff, und Rückschläge werden als sogenannte Drawdowns bezeichnet. Ne? Das hat also nichts mit emotionaler Geschichte zu tun, sondern es sind Drawdowns, die gehören dazu, und der Händler akzeptiert, dass diese Drawdowns dazu zählen. Und das hat dann keinen Einfluss auf die Emotionalität, sondern der Händler ist dann so professionell, dass er einfach sagt: Okay, wenn ich jetzt Drawdowns habe, dann muss ich das oder das ändern, damit ich das durchstehe und dann wieder auf die Erfolgsspur komme. Das heißt, da gibt es dann sozusagen Emotionen beim Privaten, beim Anfänger, beim fortgeschrittenen Händler auch noch, aber bei demjenigen, der es im Griff hat, der schaut einfach und der guckt dann hin, und wenn er Fairtrades hat, hat das Einfluss auf offensives oder defensives Handeln. Und bei den Fehltrades überprüft er einfach: Ist dieser Fehltrade marktbedingt oder händlerbedingt? Ja, das ist auch wie bei einem Profisportler. Ich schaue zum Beispiel gerne Formel 1, das ist so der einzige Sport, den ich mir anschaue. Und wenn jemand mal Interviews mit Sportlern schaut, Sportler nach einem Misserfolg, die machen Folgendes. Die prüfen genau, ob sie dran schuld waren oder ein anderer. Und beispielsweise Sebastian Vettel, das sehe ich immer ganz, ganz, ganz genau. Das ist immer das gleiche Spiel. Wenn er Bockmist gemacht hat, wenn er einem anderen in die Karre gefahren ist, ja, erstens, er gibt zu, und zweitens, er weiß, was er anders machen muss, damit er wieder auf die Erfolgsspur zurückkommen kann. Wenn aber ein Auto in ihn reingeballert ist, oder ein technischer Defekt da war, ja, dann ärgert er sich darüber zwar, aber er hakt das ab. Er weiß genau, er war es nicht. Er ist nicht schuld dran. Er hat alles richtig gemacht. Er kann weiter so machen und Punkt. Er kann nichts dafür. Und so ist es auch hier bei einem Händler. Wenn ich einen Fehltrade habe und ich überprüfe und sage: Okay, deine Strategie, du hast die zu 100% eingehalten. Der Markt hat hier einfach was anderes gemacht. Schwamm drüber, wegwischen, nächster Trade. War ich es aber und nicht der Markt, dann habe ich einen Fehler gemacht. Den analysiere ich und dann kann ich weiterarbeiten. Und das ist der Punkt, wo ich sagen kann: Das ist genau das, was mich dann zum Erfolg gebracht hat. Und da steht dann ein erfolgreicher Trader. Das heißt, das ist hier an dieser Stelle dann das Ende der Entwicklungsstufe vom Anfänger zum erfolgreichen, nachhaltig Geld verdienenden Trader. Und diesen Weg geht jeder Händler. Und ich hoffe, an der Stelle konnte ich ein bisschen was an, sag ich mal, Gedanken, an Erfahrung weitergeben, die euch oder sie bei der Planung auf dem Weg zum erfolgreichen Trader, sag ich mal, helfen kann, weil das ist ein geiler Job. Ich liebe diesen Job. Ich wache, seitdem ich nicht mehr in der Bank arbeite, echt jeden Morgen auf und freue mich, weil ich schon weiß, welche schönen Dinge da auf mich warten können. Und das wirklich jeden Tag, das ist einfach irre. Sowas habe ich in meinem Berufsleben nie erlebt. Und das ist einfach das, wo ich sage: Ich liebe diesen Job. Ich freue mich jeden Tag drauf, die Währungsmärkte anzuschauen. Ich freue mich jeden Früh, schöne, schöne Chartanalysen zu machen, weil ich halt genau weiß, ich persönlich kann aus diesen Dingen Profite ziehen. Und das motiviert mich so unheimlich, weil ich heute weiß,
wie es geht. Und jeder kann das schaffen. Und das wünsche ich auch jedem, der hier zugeschaut hat, an dieser Stelle. So, jetzt muss ich noch mal ganz kurz gucken. Ich habe nämlich noch eine Frage bekommen. Ich lese mir die mal ganz kurz da. Okay, ich lese die Frage mal ganz kurz durch. Folgendermaßen, die Frage, die hier gestellt wurde, ist, was sagst du zum Thema Zeit für den Weg zum Trader? Zum Beispiel 20 bis 30 Stunden pro Woche für Theorie und Praxis und das Ganze dann mindestens 3 bis 5 Jahre, bis man sagen kann, man hat es verstanden und schafft es, auf lange Sicht regelmäßig Gewinne aus dem Markt zu ziehen. Folgendes dazu. Das ist eine sehr, sehr intelligente Frage. Danke dafür. An dieser Stelle, das Thema mit dem Trading, wartet mal, ich mache mal einen kurzen Augenblick, hier die Preise wieder an, das Thema mit dem Trading, ich lasse die Folie hier mal ganz kurz da, folgendes, den Zeitfaktor, den man braucht, um erfolgreich traden zu können, den kann man nicht genau abschätzen oder genau sagen, dass man sagt, okay, ich mache jetzt 20 bis 30 Stunden pro Woche Theorie. Wer das mag und wessen Weg das ist und für den das funktioniert, bitte mach das genau so, wie es ist. Aber die Praxis zeigt einfach, dass dieser Prozess nicht strukturiert für jeden gleich anwendbar ist. Das heißt, was ich heute sagen kann, ist, ich weiß das aus der eigenen Erfahrung und auch als die Erfahrung, die ich als Coach habe, wo ich andere Leute begleite. Man braucht als angehender Händler 5, 6 oder 7 Jahre, bis man dort ist, dass man nachhaltig Geld aus dem Markt zieht. Und das ist nicht zu hoch gegriffen, weil der Händler an sich, der Job als Händler, als erfolgreicher Händler, den kann man ohne Probleme auch mit anderen hochspezialisierten Berufen gleichsetzen. Und da ist es einfach so, man macht eine Ausbildung, man macht ein Studium und man braucht viel Praxis, bis man zu der Koryphäe wird, die der Spezialist dann am Ende wird. Und das braucht zum Anfang Wissen. Und Tom, das ist der Punkt am Anfang. Ich habe auch am Anfang sehr, sehr viel gelesen. Als ich noch Arbeitnehmer war, konnte ich natürlich bei weitem nicht diese Zeit aufbringen, um 20 bis 30 Stunden pro Woche zu lernen, in Büchern zu lesen und so weiter und so fort. Das ging bei mir damals einfach nicht. Ne? Als ich dann mit der Bank aufgehört habe, da gab es so eine Phase, da habe ich phasenweise schon mal mehr gelesen, mehr gelernt, als ich getradet habe. Aber ich habe das immer unter dem Fokus gemacht, lerne und lies und wende es dann direkt in die Praxis um. Ja? Und das hat einfach, sag ich mal, wenn ich jetzt mal zurückblicke, das waren vielleicht so die ersten 2 Jahre, nachdem ich den Job in der Bank aufgegeben hatte. Da gab es immer wieder Phasen, da habe ich aus Rückschlägen angefangen zu lernen und einfach gesehen, an was es lag und wo sozusagen Dinge waren, wo ich lernen musste. Und da habe ich mich einfach mit Büchern anderer Trader beschäftigt. Auch mein Freund Giovanni hat mir da sehr, sehr viel geholfen als Mentor in diesem Bereich. Danke Giovanni dafür, das sage ich an der Stelle offen. Ich hoffe, das ist nicht schlimm, wenn ich hier deinen Namen auf dieser Stelle erwähne. Und das ist halt einfach ein Fakt gewesen, der hat mich dann weitergebracht. Das heißt, das war nicht nur graue Theorie, sondern ich habe dann den Punkt gehabt, wo ich aus der Praxis nochmal einen Schritt zurückgehen musste in die Theorie, um meinen Fehler zu begreifen und das dann wieder umzusetzen. So, und das ist halt ein Zeitpunkt, den kann man schlecht umstellen. Aber wenn man mal sieht, egal in welchem, sag ich mal, Bereich das jetzt ist, der Weg hin zu einem professionell agierenden Menschen dauert in der Regel, ich habe mal in dem Buch gelesen, Profisportler brauchen ungefähr 6.000 Stunden, bis sie auf dem extrem hohen Level sind, die es sozusagen braucht. Und das ist auch das, was ich gemerkt habe. Es sind viele tausend Stunden, die man braucht, um die Charts richtig zu lesen, um das auch zu verstehen. Und das ist etwas, das beeinflusst den Faktor Zeit immens, weil jemand, der am Tag zum Beispiel 2, 3 Stunden Zeit hat, die Charts zu lesen, kriegt natürlich viel, viel mehr Erfahrung als jemand, der nur eine Stunde in der Woche Zeit hat. Also der Faktor Zeit spielt hier eine Rolle. Also alles in allem kann man sagen, die Zeit, den Zeitrahmen, der hier genannt wurde, 3 bis 5 Jahre, der passt. Bei manchen geht es schneller, bei manchen dauert es ein bisschen länger, aber die Entwicklung kommt trotzdem, das kann man dann schon sehen. Und das mit der Theorie pro Woche,
Am Anfang kann das gut und gerne hinkommen, wobei 20 bis 30 Stunden für einen Arbeitnehmer, glaube ich, persönlich nicht drin sind. Also bei mir waren sie damals nicht drin. Aber ich weiß ja nicht, in welcher Situation du hier steckst. Möglicherweise geht das für dich. Die Praxis ist viel, viel, viel wichtiger. Und das ist wirklich wichtig. Und an der Stelle möchte ich auch mal noch eine kleine Lanze brechen. Und zwar zum Thema Paper Trading. Paper Trading ist wichtig. Paper Trading sollte man, das ist mein Tipp, verwenden. Und jetzt sperrt bitte alle die Ohren auf, um eine Handelsstrategie auszuprobieren und darin sattelfest zu werden. Das heißt, um die Handelsstrategie auszuprobieren auf ihre Funktionalität. Das heißt, damit ihr wisst, was muss ich machen? Wie muss ich die Orders erfassen? Welche Orders funktionieren? Wie ist das mit der Positionsgrößenberechnung? Und, und. Und dann bitte in die Praxis gehen. Warum? Ganz klar. Ich habe Händler betreut, die haben mir ungelogen, die haben mir erzählt, Mike, ich hab's geschafft. Ich bin profitabel diese Woche. Das ist so wunderbar. Ich sag, und? Wie hat sich's angefühlt? Ah, so toll, total genial. Hier, guck mal hin. Ich gucke hin. Ich sag, Mensch, da ist der Kontostand gestiegen. Und der so, nee. Das war jetzt nur Paper Trading. Jetzt kann ich's aber. Nächste Woche lege ich los. Was glaubt denn ihr, was nächste Woche passiert ist? Ein fettes Minus. Und warum? Weil in dem Moment, in dem ihr mit echter Kohle an den Märkten arbeitet, kommen einfach ganz andere Emotionen dazu. Ja? Das ist wie wenn ihr im Autosimulator auf einer Straße fahrt, auf Eis zu üben und ihr kriegt es dahin. Das ist wunderbar. Ihr könnt da wirklich im Simulator auf Eis fahren. Wunderbar. Dann geht ihr auf die Straße und ihr merkt, wie eure Karre hin und her schlingert und kriegt plötzlich Schiss und habt keinen Plan, was ihr machen müsst. Genau das ist der Unterschied bei der Börse. Theorie und Praxis, Papiertrading, Echtgeldtrading, wenn euer Konto schmilzt, dann seid ihr emotional in einer ganz, ganz, ganz anderen Lage, als wenn ihr Paper Trading macht, ne? Weil im Paper Trading, echt, es ist wirklich so, wenn ihr mit eurem Trade in den Gewinn läuft, geil, ihr fühlt euch wie der König. Das ist total, das ist wunderbar. Wenn ihr ins Minus läuft, ach Mann, so ein Paper Trading, die Seite reiße ich raus. Morgens ein neuer Tag, das Blatt ist weiß, alles schick. Es passiert nichts auf dem Konto. Aber in dem Moment, in dem ihr die Kohle auf dem echten Konto verliert, dann könnt ihr keine Seite mehr rausreißen. Euer Konto ist kleiner. Und das beeinflusst euch emotional. Und deswegen Paper Trading, um die Strategie zu testen. Okay, fangt so schnell wie möglich an mit Echtgeld-Trading. Und auch da gibt es einen kleinen Kniff. Traden mit Echtgeld, ja, aber am Anfang bitte mit kleinen Positionen, weil ihr habt dann, ihr braucht als Anfänger einfach noch Zeit zum Lernen. Und die Zeit könnt ihr euch schaffen, indem ihr mit kleinen Positionen arbeitet. Da kommt zwar am Ende nicht viel raus. Und die Anfangszeit, wahrscheinlich führen die Gebühren dazu, dass ihr ins Minus lauft auf dem Konto. Aber diese Phase ist so, so wichtig, weil ihr genau analysieren könnt, erstmal, wie verhält sich das mit den Emotionen, ja, weil das hat Impact aufs Konto. Und zweitens, wenn man die Positionen so wählt, dass sie auch emotionalen Impact hinterlassen und man dort auch nicht sagt, scheißegal, dann habe ich halt 10 Euro verloren, dann werdet ihr wirklich überlegen, was ihr machen könnt. Und dort macht ihr dann Fortschritte. Und wenn die kleinen Positionen dann dazu führen, dass ihr immer wieder Profit Trades habt, dann könnt ihr die Positionsgröße hochfahren, habt aber von Anfang an die Emotionen gelernt. Ja? Jemand, der nur auf dem Paper Trading hat, der kann dort erfolgreich traden und in dem Moment, in dem die Emotionen hier vorkommen, macht er die ganzen Mistfehler, sage ich mal, wieder, die ein Anfänger macht und geht die ganze Schleife von vorne durch. Kann schneller gehen, aber man kommt einfach nicht darum rum, mit Echtgeld das so zu machen. Gut, das dazu. An dieser Stelle, genau, Mike, Emotionen sind das A und O und das stimmt so und wenn man im Trading arbeitet, muss man seine Emotionen einfach im Griff haben. Emotionen haben im Trading nichts verloren, dann klappt's. Und so läuft's. Und dafür sage ich jetzt an dieser Stelle ganz, ganz vielen Dank. Trading ist eine feine Sache. Man kann gutes Geld verdienen. Man kann, wenn man es nebenberuflich macht, ordentlich performen, gutes Geld nebenbei verdienen und damit sein Vermögen mehren und deutlich mehr Geld verdienen als das, was es auf dem Sparbuch gibt, wo das Geld durch die Inflation vernichtet wird. Und aus diesem Grund allen
gute Trades, viel Erfolg und schaut bitte jeden Morgen rein, wenn wir die Währungsmärkte hier besprechen, auf Tickmill, auf der Facebook-Seite von Tickmill Deutsch oder auch über den Weg über GoToWebinar. Das lohnt sich wirklich. Gebt der Facebook-Seite von Tickmill Deutsch ein Like, abonniert unseren YouTube-Kanal, bleibt da dran. Dort gebe ich jeden Morgen gute Gedanken, gute Analysen, wo jeder dann die Trades mitplanen kann. An dieser Stelle danke für die Zeit und allen ein gutes Wochenende. Tschüss.